So, weiter an die Damen. Frage ist, die Damen, wollt ihr die älteren Herren auch noch bei euch haben? Ja? Ja. Ja, die sein Baum gehen. So, dann machen wir weiter. Die Damen, bitte bleiben noch stehen. Und zwar auf Platz 3 in der Ergebnisliste männlich, über 70, Jürgen Martin Schrieker, See und Rostock. 58, 16. Jürgen Martin, wo bist du, Martin? Nee, Jürgen Martin. Das war auf Platz 3, bitte aufs Podest. Platz 2, Siegfried Gesper, Schwerin-Sippendorf. 55-17. So, genau, dann ist es nicht falsch. Und es siegte, wir machen es kurz in der Altersklasse. Helmut Flügel. In 52-15. Helmut, Sieger in der Altersklasse, wenn ich mich richtig. Ah. Wir begrüßen auch Elli Brustenhammer, Dörte-Gambau. 31-15, herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2 aus der vierten Fraktion von den Triabolos, Lucia Kühner, 31-52. Herzlichen Glückwunsch, Lucia! Hast du die Lucy? Das heißt. Na gut, das macht ihr nachher die Männer aus. 31,52 auf Platz 1, gewinnt die Altersklasse 30. Jana Seliger aus Eberswalde, meine Herren. 31,11. Herzlichen Glückwunsch, Jana Seliger. Ich bin Jana. Also einfach nochmal. Herzlichen Glückwunsch. 31. Okay, wir holen die Männer dazu, das wird sich dann alles aufhellen, natürlich noch mehr so schöne Damen. Auf Platz 3, der AK 30, Tobias Lerche aus Wismar im 30-14. Tobias, wo bist du? Herzlichen Glückwunsch, Tobias Lerche aus Wismar. Haben wir den Tobias noch da? Da hilft auch Ich muss dich ansehen. Ach, ist hier. Auf Platz 2, Matthias Lehne. Matthias Lehne, ohne Ort, aber Glückwunsch, 26, John ist 14. Matthias Lehne, Platz 2, AK30. Matthias, wo kommst du hin? SG West, Hamburg. SG West aus Hamburg, meine Perle. Wunderschöne Stadt. So, weiter. Und auf Platz 1, ein altbekanntes Gesicht. Wir freuen uns. Jan Grefe auf Platz 1. 25-15. Jan Malte. Und Gott sei Dank hat es doch noch mit dem Kuscheltier geklappt. Oha, wie lange geht's? So, Applaus nochmal. Darf ich mal kurz überlegen, hier bin ich, Kandidaten Dietrich Mundstadt gefolgt sind. Ich freue mich sehr, dass unser Landesvorsitzender Jürgen Seidel mit Gattin da ist, dass Armin Jäger hier ist. Besonders freue ich mich auch, dass Herr Hacker den Weg hierher gefunden hat. Ich denke, das ist der Beginn eines fairen Wahlkampfes, den wir hier durchführen. Hacker, vielen Dank für Ihr Erscheinen hier heute Abend. Hier.
hier, Stefan Neute, unser Stadtpräsident, hier ist so viel Parteiprominenz. Ich spare mir das jetzt. Heute Abend hat auch Dietrich Mundstadt eingeladen. Wie gesagt, ich wollte nur Gelegenheit nehmen, Sie ganz, ganz herzlich zu begrüßen. Sie wissen vielleicht, viele von Ihnen wissen, dieses Büro hat uns schon zum Kommunalwahlkampf zur Verfügung gestanden. Es hat sich sehr bewährt. Heute übernimmt Dietrich Mundstadt offiziell die Schlüssel, ist dann Hauptherr hier, Ansprechpartner, mit Ihnen für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Ich denke, wir wünschen Dietrich von ganzem Herzen einen erfolgreichen Wahlkampf und ich verspreche hier unter aller Namen, wir werden ihn nach Kräften unterstützen. Vielen Dank. Herr Gulli, ich darf gleich mal ganz vorsichtig das Mikro an unseren Landesvorsitzenden weiterreichen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat, heute hierher zu kommen. Er hat uns aber angedeutet, dass er nicht sehr viel Zeit hat, sodass ich gerne mein Rederecht, was du ihm eingeräumt hat, jetzt an Jürgen Seidel abtrete, mit der Bitte, uns einige Worte zu sagen. Und ich werde dann zu ihm sprechen. Ja, sehr verehrter Herr Mundstadt, liebe Freunde, eigentlich wollte ich ja heute baden, und zwar auf der wunderschönen Insel Bornholm. Das hat sich bei mir aber jetzt die Wochen wieder alles etwas anders dargestellt und so gesehen nutze ich da die Gelegenheit, mit meiner Frau dann nochmal abends ein bisschen durch Schwerin zu gehen. Aber so ist es aber auch ganz schön, das will ich schon sagen. Gestern Abend ereilte mich die Einladung von Herrn Mundstadt. Er ist so ein pragmatisch zupackender Mensch, der nicht viel Umstände macht, das zeichnet ihn aus. Und ich habe gedacht, also bevor du jetzt, sag mal, deinen Terminen nachgehst, musst du wenigstens kurz vorbeigehen. Das gehört sich nicht nur, sondern es ist natürlich mir ein wirkliches Bedürfnis, Dietrich Mundstadt zu unterstützen bei einem Vorhaben, was ja nicht so ganz gewöhnlich ist. Und wir müssen uns immer im Klaren sein darüber, dass wir in einer Zeit gegenwärtig leben, wo manche sagen, obwohl es schon eigentlich anders als sonst, wir gehen unseren Geschäften nach oder nicht, wir machen Urlaub. Ich muss ein ganz klein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich muss halt sagen, vielleicht hat es dieser oder jener noch nicht so richtig gemerkt, aber wir befinden uns in der schwersten Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Das ist jetzt nicht Pessimismus verbraucht. Nur, ich sage Ihnen voraus, auch im Herbst werden wir spüren, dass die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sich umdreht. Jetzt im Moment fällt die Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt bei 12,7%, was ja noch immer unanständig viel ist. 110.000 Menschen, die keine Arbeit haben, die nicht wissen, wie ihre Perspektiven sich darstellen. Das ist ganz schlimm. Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um diesen Zustand zu verbessern. Aber die Arbeitslosigkeit sinkt in Mecklenburg-Vorpommern von einem Monat zum anderen. Nur das wird im Herbst anders werden. Darauf müssen wir uns auch einstellen. Und nehmen Sie das nicht übel, ich rechne auch damit, dass nach Auslaufen der Kurzarbeit, das wird auch jetzt im Herbst passieren, die Dinge sich in manchen Unternehmen etwas anders zeigen werden. Und Sie kennen aus der Presse die Probleme, die wir im Schiffbau haben. Die sind allerdings wirklich ganz, ganz bitter. Und ich komme gerade aus Berlin. Ja, wir waren, wenn ich wir sage, der Ministerpräsident und ich, mit dem Kanzleramtsminister de Maizière, mit dem Bundeswirtschaftsministerium heute zusammen und haben uns von den neuen Bewerbern präsentieren lassen, also von den, wie soll ich es jetzt sagen, von den neuen Russen präsentieren lassen, wie denn nun die Entwicklung vorgesehen ist. Und ich will schon sagen, in der Tat, das sage ich ganz ernsthaft, der russische Markt ist und bleibt für den mecklenburg-vorpommerschen Schiffbau eine große Chance. Das war auch nach wie vor richtig bei all dem, was wir hier erlebt haben. Es sind dort über 1000 Schiffe, die älter als 25 Jahre alt sind. Die Russen wollen mit aller Macht den Schiffbau oder vielmehr ihre Schiffsflotte erneuern. Sie wollen selbst Schiffbau betreiben, können sie es aber auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht so von heute auf morgen regeln. Brauchen dazu auch andere Werftstandorte. Ich glaube, dass Mecklenburg-Vorpommern eine große Rolle spielen kann. Die Frage ist nur, haben wir es mit den Investoren zu tun, die jetzt wirklich den Zugang haben zu den so nötigen Aufträgen? Und das eigentlich war das Ziel heute mit der Bundesregierung gemeinsam.